Trixi hier. Wir sind heute in Köln im Odysseum zu Harry Potter Vision of Magic. Und dann wollen wir mal sehen, was das so kann. Wir waren hier aber schon bei Jurassic Park. Schaut mal da, da stehen wir vor. Und da gehen wir jetzt rein. Ihr da hinten könnt jetzt gerne noch einen kleinen Schritt näher kommen. Und damit herzlich willkommen bei Harry Potter Visions of Magic. Gleich habt ihr die Gelegenheit, einige der spannendsten Orte der Zaubererwelt zu erkunden und dabei mithilfe eures Zauberstabes Unsichtbares zu entdecken. Es handelt sich um ein lineares Erlebnis. Das bedeutet, ihr geht von einem Bereich immer nur in den nächsten, habt aber in den allermeisten Bereichen dafür so viel Zeit, wie ihr möchtet. Nur hier vorne bei uns und nachher im Finale geht irgendwann das Licht aus und ihr müsst weitergehen. Solltet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt eine Frage oder ein Problem haben, wendet euch an meine Kollegen und Kolleginnen, die helfen euch sehr gerne weiter. Seid ihr jetzt bereit, eure Reise anzutreten? Ja. Also zwei, drei sind bereit, die anderen schlafen, glaube ich, noch. Seid ihr bereit für die Magie? Ja! Dann heben wir jetzt gemeinsam unsere Zauberstäbe. Liebe Gäste, der fahrende Ritter erwartet euch. Der Einstieg befindet sich auf der anderen Seite. Thank you.
Ministerium. Thank you.
Thank you.
zeichnen, ne? Ja. Thank you.
Oh, der goldene Schatz. Ja, das ist der Spiegel. Ich habe noch nicht gesehen.
Hoffentlich hat euch Harry Potter Visions of Magic richtig gut gefallen. Und ihr könnt ein kleines bisschen Magie mit nach Hause nehmen. Nur die Zauberstäbe leider nicht. Die müsst ihr jetzt bitte hinterm Denkarium wieder abgeben. Dankeschön. Und danke auch für euren Besuch. Habt noch einen schönen Tag und kommt gut nach Hause. Shoppen. Oh. Das ist cool, ne? Ja. Das ist süß. Ob ich das mit meiner Stickmaschine hinkriege? 16 Euro? Hey, ich nehme 5 Euro für so ein Ding bei mir am Stand. Die sind handgemacht. Die sind handgemacht, ja. Oh, das Puzzle ist cool. Warte, da ist ein Preis, 65. Ihr könnt euch damit mitnehmen mit den Preisen. Ich denke, wir sind mit unserem Lunch ein bisschen günstiger. Deswegen ist es Gott, jetzt die kleine Schlange hier, 26. Ja, weil Harry Potter dran steht. Ja. Die verkaufen wir auch. Hm? Süß aus, ne? Ja. Schnaps ist cool. Was kostet denn der Schnaps? Der Euro kostet 34. Der Schnaps würde mir echt gefallen. Du kannst aber auch, glaube ich, bei unserem Großhändler holen. Wahrscheinlich viel günstiger. Der kostet nix, doch, da 34. Okay. Guck mal, Zauberstäbe. Aha, das sind die, die wir auch. 40 Euro. Der ist geil. Ich möchte ihn erst vorher ausprobieren, bitte. Wenn die kannst du im Sack kaufen, ne? Ich glaube, da geht mal raus. Ja. Ja, der ist schön aufgebaut, ne? Schön aufgebaut, ja. Das will ich nur sagen. Butterbier kaufen. Ja. Das ist nicht diese. Goldenes Nuts als Schokolade. Zauberstäbe Schokolade. Oh. Ich
Hast du Butterbier schon mal getrunken? Nee. Ich auch nicht. Kannst du eins holen? Nee. 8 Euro ein Becher? Nee. Dann komm. Wir bedanken euch. Jawohl, vielen lieben Dank, dass ihr dabei war. Das war Harry Potter Visions of Magic in Köln. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau. Macht's gut.